Ihre Kraft verbindet. Sie überwinden Gräben. Brücken gehören inmitten der Berge zum Alltag. Dennoch bleiben diese Bauwerke zumeist unbeachtet. Dabei wird ihre Kraft sogar symbolisch genutzt. Eine goldene Brücke bauen. Ohne Brücken erreicht man kaum ein Ziel. Brücken braucht es immer dort, wo es eine kürzeste Verbindung braucht, eine Straßenverbindung zwischen zwei Punkten und wo inzwischen ein Hindernis ist, also entweder eine Schlucht oder ein Bach. I ponti sono una parte della rete stradale che servono a superare degli ostacoli particolari. Es braucht Brücken, um ganz bestimmte Hindernisse zu überwinden, etwa einen Bach oder ein Tal oder einen anderen Widerstand. In einem Land, das inmitten der Berge liegt, sind Brücken eine Notwendigkeit. Abgelegene Gebiete können nur dank ihrer erschlossen werden. Manchmal sind Brücken sogar im Tal die einzige Chance, ein Gelände zu nutzen. Für die Bewirtschaftung von Hof brauchen wir Brücken. Sonst müssen wir große Umwege machen. Wenn wir nur zwei, drei Brücken hätten, müssen wir große Umwege machen, um wieder auf die andere Seite zu gelangen. Wir legen halt einmal glücklicherweise an einem Fluss, an zwei Flüssen. Und das bedingt natürlich, dass man halt die eine Seite erreichen muss. Anton Jöchler ist Bauer in Fahren. Die Wiesen und Felder seines Tschiederer Hofs erstrecken sich zwischen dem Schalderer und dem Spielukerbach. Ja, wir haben 7 Holzbrücken insgesamt, die zum Teil befahren werden, zum Teil als Fußgängerbrücken dienen. Und dann ist die Hauptzufahrt, das ist eine betonierte Brücke, die haben wir erst vor 10 Jahren gebaut. Nur über diese Brücke erreicht man den Tschiederer. Bauer Jöchler hat zwischen den Bächen mit seinen vielen Brücken alle Hände voll zu tun. Man hat mich in Brückenbauer, also ein Bauer mit Beruf, Brückenbauer geheißen, weil wir auf den Hof von Bächen durchquert werden. Und praktisch ein Teil des Hofes ist auf der linken, ein Teil auf der rechten Seite. Und damit wir hin und her kommen, haben wir halt immer wieder Brücken gebaut, schon meine Vorgänger. Mancherorts braucht es Brücken, um ganze Ortsteile zusammenzuhalten. Die Bauten spielen dann eine zentrale Rolle im alltäglichen Leben, sogar in der Geschichte des Dorfes. Gäflein ist ein typisches Brückendorf und durch die Auskerbung, die es jetzt in Gäflein selber hat, von der linken Dorfhälfte auf der rechten Dorfhälfte, ist es nur mit Brücken erreichbar. 1954 ist die schöne Holzbrücke angerissen worden, wo heute jetzt die betonierte Brücke ist. Und die Brücke ist genau 91 Jahre alt gewesen, weil 1855 ist sie 50 Meter weit unten übergegangen. Auch wieder eine schöne Holzbrücke deckte, wie man sie sich vorstellen kann. Und der hat damals, der Ausbruch des Heidersees 1855, hat er die weg. Südtirols Historie ist vollgepfropft mit Geschichten zum Brückenbau. Zu jeder Zeit haben sich Bewohner darum bemüht, Täler, Schluchten und Bachläufe zu überwinden. Seit dem alten Rom wird Südtirol Schritt für Schritt an das mitteleuropäische Straßen- und Wegenetz angebunden. Brücken verbinden heute mehr denn je. Es geht um den Bewegungsfreiraum, den Brücken möglich machen. Für diese Freiheit gab man Brücken früher wie heute beim Bau gebührend Aufmerksamkeit.
Die Talferbrücke in Bozen. Mit der Eisenbrücke ersetzte man 1900 eine Holzbrücke. Der Ersatz wird zum Kunstwerk. Fünf Bögen aus eisernem Fachwerk, dessen Bestandteile zu einer detailreichen Konstruktion genietet worden sind. So, als sollte verbunden werden, was zusammengehört. Die westlichen Stadtviertel mit der Altstadt von Bozen. Zur selben Zeit wurde der bautechnische Zeitgeist auch in der Passerstadt eingefangen. Ein schönes Beispiel für eine städtische Brücke, die sich in den städtischen Raum einfügt, ist die Postbrücke in Meran. Sie wurde so um das Jahr 1900 errichtet, mit Elementen des Jugendstils, Vergoldungen und einer sehr detailreichen Gestaltung der Geländer. Und dadurch war sie adäquat für die Nutzung als prominente Brücke innerhalb der Passerstadt Meran. In Brixen setzte man ebenfalls zu Beginn des 20. Jahrhunderts darauf, Ortsteile zu verbinden. Ja, das ist ein interessantes Ensemble zwischen Radlerbrücke und den Brücken beim Zusammenfluss von Riens und Eisack. Die sind entstanden im Zuge der Flussregulierung um 1900, also sind schöne Stahlfachwerksbrücken. Bei der Neuorganisation der Rappanlagen sind diese entstanden und die bilden natürlich zusammen mit dem Ensemble Rappanlagen und Frustregulierungen und Dammgestaltung ein schönes Ensemble. Diese Brücken, diese Stahlfachwerksbrücken haben natürlich alle ihren Reiz. Sie sind historische Zeugnisse des Stahlbaues aus der ersten Zeit. Und sie sind filigran, sie fügen sich auch sehr gut in das Umfeld ein. Ästhetik und Architektur zählen beim Brückenbau, ebenso die technischen Qualitäten. Eine sichere Statik. Und mit ihrer Haltbarkeit kann eine Brücke Geschichte schreiben. Das war schon eine Verbindung früher, das ist halt die alte Buschertaler Straße, also die Zufahrt zum Buschertal. Der ganze Verkehr schon im Mittelalter und früher ist über diese Brücke gelaufen und da war eine Zollstation auch. Und jedenfalls war das ein historisches Bauwerk, das große wirtschaftliche Bedeutung gehabt hat für die Entwicklung des ganzen Gebietes. Die Brücke heißt Brückenwirtbrücke, nach dem Gasthaus, das da dazu gehört. Und ja, die wird sicher alle 20, 30, 40 Jahre neu gebaut worden sein oder verstärkt worden sein. Sie ist überdacht. Durch die Überdachung natürlich ist Holz geschützt und hat länger gehalten. Jede Brücke bezeugt die Möglichkeiten ihrer Zeit, in der sie erbaut wurde. Der Brückenbau hat mit dem Holz begonnen. Zimmersleute setzten einst eine ebenso schlüssige wie einfache Logik ein. Die überzeugt Brückenbauer heute noch. Das Modell überdachte Holzbrücke wurde sogar von japanischen Ingenieuren in Südtirol entdeckt und nach Japan exportiert. In der Geschichte des Brückenbaus in Südtirol, aber auch weltweit, kann man nachvollziehen, wie sich die technischen Erkenntnisse und Errungenschaften der Menschheit immer direkt unmittelbar ausgewirkt haben auf die Brückenbautechnik. Dem Holz folgte im Brückenbau der Stein. Die Römer verstanden es, aus Steinen Bögen zu formen und die Belastbarkeit von Brücken zu erhöhen. Den Steinbögen folgten Eisen- und auch Stahlbrücken, die in Fachwerk konstruiert wurden. Seit dem 20. Jahrhundert wird der Stahlbeton im Brückenbau verwendet. Ein frühes Zeugnis dafür ist die Stahlbetonbrücke in Weidbruck, deren Bögen sich nach oben spannen, da manchmal der Wasserpegel des Eisacks zu hoch anschwillt.
Die Geschichte des Brückenbaus zieht Spuren durch ganz Südtirol. In Rasen, vor der Einfahrt nach Antholz, haben sich gleich drei Brückenepochen niedergeschlagen. Den alten Holzsteig und die Steinbogenbrücke hat man neben der neuen Betonbrücke im Ensemble erhalten. Herzstück des Brückenschauplatz ist die Rasnerbrücke. Die Brücke ist 1847 erbaut worden unter Kaiser Ferdinand. Damals war in Italien unten der Risorgimento, also die Unruhen. Italien wollte von der österreichischen Monarchie befreit sein. Und deshalb wurde dann aus strategischen Gründen hier diese Brücke erbaut worden, um schneller nach Oberitalien zu kommen. Vorher war der Römerweg und der führte natürlich über den Antholzer Bach. Der Römerweg ist heute noch da. Die Römerbrücke war zu schwach und dann hat Kaiser Ferdinand diese neue Brücke erbauen lassen. Die Brücke war sehr teuer. Es hat damals ja keine Maschinen gegeben. Bauern haben mit ihren Pferdegespann gearbeitet. Die waren froh, weil sie ein Geld verdient haben. Und als die Brücke fertig war, hat Kaiser Ferdinand ausgerufen, ja, ist diese Brücke aus Gold gebaut. Der teure Bau hat sich gelohnt. Knapp 100 Jahre lang war die Brücke des Kaisers im Einsatz. Alsbald aber rollten nicht mehr Pferdegespanne, sondern die ersten Automobile durch das Pustertal. kam das faschistische Regime. Es hat dann die Brücke verbessert. Es hat die Steinmauer ersetzt mit Fertigbetonteilen und hat auch den Bodenbelag mit der ersetzt. Nach den Sanierungen des faschistischen Brückendienstes trug die Niederrasener Brücke bis 2008 den Pusterer Verkehr. Dann sollte die alte Steinbogenbrücke ursprünglich abgerissen werden. Aber Maria Messner, damals Kulturreferentin von Rasen, setzte sich für den Erhalt der Steinbrücke ein. Die Kosten für ihren Abriss wurden in die Sanierung investiert. Für den Durchzugsverkehr hingegen hat man eine neue Brücke aus Stahlbeton errichtet. Das Ensemble am Eingang von Antholz ist heute ein Museum. Ein Freilichtbrückenmuseum. Steinbogenbrücken prägen auch andere Landstriche im Land. Der älteste Beleg ist der steinerne Steg in Meran, der zwischen dem 15. und 16. Jahrhundert erbaut wurde. Die alte Fleimstaler Bahn war auf mehrbögigen Steinbrücken trassiert. Heute führt darüber ein Radweg. Und die steilste Standseilbahn Europas ist die Mendelbahn deshalb, weil sie 64% steil den Berg hinauf fährt. Das gelingt der 1903 erbauten Bahn dank von gleich mehreren Steinbogenbrücken. Zur selben Zeit, 1903 bis 1906, baute man auch im Finchgau eine Bahn mit vielen Brücken. Eine der längsten Brücken im Finchgau ist die Brücke von Göflan. Es ist eine gemischte Struktur, bei der Steinbögen und Metallstruktur aneinander gebaut wurden, um die Etsch zu überqueren. Sie schließt wieder mit Steinbögen ab. Als die Finchger Bahn wieder aktiviert werden sollte, galt es für die Ingenieure vor allem, die Brücken zu kontrollieren. Viele der Bauwerke waren nicht mehr geeignet, um die Belastungen des Verkehrs zu tragen. 1906 fuhren nur einige Züge. Die waren zwar schwer, weil die Bahn auch in Kriegszeiten im Einsatz war, aber die Brücken konnten nicht mehr den Ansprüchen von heute gerecht werden. Die alten Brücken mussten zur Sicherheit technisch radikal verändert werden. Ästhetisch aber behielt man manche der alten Strukturen bei.
Man sieht hier ästhetisch einen Steinbogen. Was aber früher mit Erde gefüllt war, wurde ersetzt mit Leichtbeton, damit die Struktur besser gestützt und die Kapazität erhöht werden konnte. Auch andere metallene Elemente sind ersetzt worden. Einfache Elemente, um die Statik zu erhöhen. Eisenbahnlinien haben Ingenieure von jeher zu herausragenden Entwürfen von Verbindungslinien inspiriert. Ja, die Eisenbahnbrücke dort bei der Franzensfest ist eine ganz besondere Brücke, eine Stahlbrücke, auch aus der Zeit, in der die Bustertaler Linie gebaut worden ist, im 19. Jahrhundert. Eine sehr große Brücke mit einer großen Spannweite, sehr hohe Brücke. Und die lebt natürlich davon, dass sie so in die Festung integriert ist, dass sie also zusammenspielt mit dem Bauwerk der Festung. Wie bei der Festung ja auch die anderen Infrastrukturen sehr prägend sind für die Festung. Das Einbinden in die Gegebenheiten ist beim Bau jeder einzelnen Brücke entscheidend. Diese Anpassung an die Umgebung ist das Maß dafür, ob ein Brückenbauwerk gelungen ist. Manche Brücken prägen die Landschaft, sind selbst ein Landmark. Andere Brücken fügen sich in das Geschehen ein, als gäbe es sie gar nicht. Es gibt Situationen, wo man sagen muss, dass die unscheinbare Brücke, die ganz einfache Brücke, die nicht auffällt, die richtigere Lösung ist. Zum Beispiel, wenn ich denke an die Brücke in Neustift über den Eisack, neben der historischen Holzbrücke beim Brückenwirt, dort wäre so ein auffälliges Bauwerk nicht richtig. Das ist eine einfache Brücke, die wir hier über den Eisack gebaut haben, die keinen Anspruch erhebt, aufzufallen, sondern die neben dem historischen Ensemble einfach zurücktritt. Fährt man durch Südtirol, ist es, als führe man durch eine Brückengalerie. Allein das Landesstraßennetz hat 900 Brücken und mit den Staatsstraßen haben wir 1998 nochmal 600 bis 700 Brücken geerbt. Insgesamt ungefähr 1650 Brücken. Zu den Brücken von Land und Staat kommen noch Verbindungsbauten der zahlreichen anderen Infrastrukturen hinzu. Entlang der Brennerautobahn gibt es 144 Autobahnüberführungen. Aber die Infrastruktur selbst hat ja auch Brücken. Und davon gibt es in Südtirol 78 entlang der gesamten Brennerautobahn 116. Also man sieht, wie wichtig auch gerade in Südtirol die Brücken sind und entsprechend auch die Instandhaltungsarbeiten, die dort etwas konzentrierter anfallen. Mit 78 Brücken überwindet die A22 das zerklüftete Berggelände vom Brennerpass bis ins flache Unterland. 1100 Meter Höhenunterschied. 700 Meter Höhe überwindet die Finschka-Bahn mit ihren 72 Brücken. Die Anzahl der Brücken wird unübersichtlich, sobald man zu den kommunalen Wegnetzen kommt. Wir Gemeinden, wir haben ja die verschiedensten Brücken, von der großen Brücke auf der großen Gemeindestraße bis zum kleinsten Wanderweg irgendwo auf einem Berg. Und diese kleine Holzbrücke muss natürlich die 3-4 Fußgänger, die vielleicht gemeinsam auf der Brücke sind, tragen, sodass eine ganz simple Holzkonstruktion natürlich auch ausreicht. Eine Brücke über dem Eisack zum Beispiel muss natürlich eine entsprechende statische Berechnung haben, sodass die Brücke voll beladen mit LKWs, voll beladen mit Last, natürlich um ein Vielfaches halten kann und auch hält. Der Verwendungszweck für eine Brücke bestimmt, wie viel Lasten sie zu tragen und entsprechend welche bautechnischen Bedingungen sie zu erfüllen hat. Die Wegnetze in den Gemeinden sind weit verzweigt. Jede Gemeinde wird wohl ungefähr wissen, wie viele Brücken sich auf dem Gemeindegebiet befinden. Jede Gemeinde wird auch ungefähr wissen,
wie viel sind im Besitz der Gemeinde, wie viel sind im Privatbesitz. Aber insgesamt eine landesweite Erhebung gibt es derzeit noch nicht. Wenn wir jetzt auf Farm kommen, dann schätze ich mal, dass wir ca. 50 Brücken haben werden. Insgesamt, wir haben ja zwei größere Bäche, den Schalderer Bach, auf dem haben wir knapp 20 Brücken, den Spelukner Bach, auf dem haben wir, glaube ich, 13 Brücken. Und dann sind natürlich in Neustift und in Schalders verschiedene kleinere Wasserläufe, wo dann auch verschiedene Brücken sind. Ich schätze, es werden so knapp 50 sein. Ob Wasserläufe im Tal oder Berge zwischen den Orten zu überwinden sind, Südtirol ist ein Land mit vielen Brücken. C'è stata la necessità di costruire tanti piccoli ponti. Es handelt sich häufig jedoch um ganz kleine Brücken. Wir haben sie klassifiziert, ab 2 Metern Spannweite und darüber hinaus. Brücken wie die Brooklyn in New York hat Südtirol keine. Doch nicht nur die Größe, auch ihre Bautechnik macht Brücken zu besonderen Bauwerken. So manche große Brückenbauten gibt es daher selbst im Land der kleinen Brücken. Die Brücke von Aldein ist die längste Brücke in Südtirol. Sie wurde als Bogenbrücke erbaut, ist aber aus einer Metallstruktur, die in Stahlbeton gegossen wurde. Der Bogen hat eine weite Spannweite, um das breite Tal zu überwinden. Bemerkenswert war hierfür die Bauweise. Man hat von beiden Seiten die Brücke in die Mitte hineingebaut und dann geschlossen, ohne dass es unterhalb ein Gerüst gebraucht hat. Das ist technisch eine interessante Struktur, die ästhetisch auch schön gelungen ist. Ein bemerkenswertes Ergebnis und eine für Südtirol sehr wichtige Brücke. Dass es beim Bau von Brücken manchmal um mehr geht, und mit dem Einziehen und dem Spannen dieser Stahlseile ist es gelungen, dann die Brücke anzuheben. Diese Stahlseile sind natürlich in den Brückenwiderlagern verankert und die müssen natürlich ständig unter Kontrolle gehalten werden und natürlich gut gewartet werden. Spektakulär für Südtirol ist ein weiteres Bauwerk, das mit einer Spannweite von 1,28 Kilometern die Brenner-Autobahn trägt. Insider nennen sie die eigentliche Europabrücke, das Viadukt über Gossensass. Diese Konstruktion ist gemessen an den damaligen technischen Möglichkeiten tatsächlich außergewöhnlich. Viele Jahrzehnte lang blieb sie eines der wichtigsten europäischen Bauwerke aus Spannbeton. Von überall her kamen Leute, um sie sich anzusehen. Die Brücke über Gossensass wurde Anfang der 1970er Jahre fertiggestellt. Die Spannbetonbrücke steigt auf bis zu 110 Meter über dem Talboden. Sie wird von 13 Brückenpfeilern getragen, die man tief im Boden verankert hat. Der Projektant Ingenieur Lino Gentilini entschied den Bau eines Bauwerks von ingenieurstechnischer Bedeutung. Immerhin baute man auf der anderen Seite die Europabrücke in einer Metallstruktur, eine einfache Technik.
Gentilini wollte hier eine Spannbetonbrücke errichten mit Spannweiten bis zu 163 Metern zwischen den Trägern, die eine weit größere Herausforderung in der Umsetzung darstellte. Demnach ist es einem Wettbewerb zwischen Brückenbauern dies und jenseits des Brenners geschuldet, dass das Viadukt Gossensass erbaut worden ist. Ursprünglich war sogar eine andere Trassierung geplant. Gossensass war keine zwingende Wahl im Sinne, dass man auch eine andere Trassierung hätte wählen können, die einfacher gewesen und auf der orografisch linken Seite des Tales mit geringeren Spannweiten erbaut worden wäre. Diese Brücke in Gossensass zählt nun aber zu den Herzstücken der Brenner Autobahn und erhöht deren bautechnischen Wert. Es zählt aber zur Eigenheit von großen Bauwerken, dass diese auch Schatten werfen. Der Bau einer Brücke verursacht einen Einschnitt in das Gebiet. Anton und Maria Salchner leben auf der Tennewies. Der Hof der Familie liegt am südlichen Ende von Gossensass, auf der Schattenseite, das heißt unterhalb der Brücke. Die Sonne geht im Sommer geht sie da oben auf und nachher geht sie gerade drüber und dauert genau eine Stunde, bis er drüber ist. Und dann wird es noch recht kalt, gell? Wenn es schön Wetter ist und die Sonne scheint und die Sonne geht, dann wird es recht kalt, gell? Durch den Betonzug da, da wird es recht kalt. Gell? Und das und im Winter das so gut in anderthalb Stunden, weil dann ist das hinter den Pfeilern. Da hat man selber so wenig Sonne im Winter, gell? Und nachher ist halt wenig, gell? Anton Salchner war sehr jung, als die Bauherren der A22 kamen, um mit seinem Vater über den Verkauf der Grundstücke für die Brückenpfeiler zu reden. Ja, angefangen haben sie 1968 im Frühjahr. Ja, im April sind sie auch gekommen. Jetzt haben sie mal mit Backer gekommen, haben sie mal Straße gemacht, da bauen. Und da haben sie bei dem Pfeiler angefangen. Da haben sie gesprengt, was haben gesprengt, was haben gebürst und gesprengt und gebürst und gesprengt. Gell. Und da ist halt die Nacht, ist halt Beton, ist halt Zement gekommen. Fast alle Tage mit Autotrainer und Zement. Die Nacht haben sie angelassen und ein paar Tage ist gemischt worden. Also da hat es schon Zeug gebraucht, gell. Haben sie einen Krankenkopf stehen da. Und so ist halt weitergegangen. Und da sind sie mit den Formen, haben sie eine Formen gehabt, da sind sie so nicht aufgeformt. Weil sie mal das Fundament gehabt haben, da ist ganz nett dahingegangen. Da hat gar nicht mehr gemeint, dass das so, ob man nicht mehr schauen, das ist eine gute Firma gewesen. Ja. Schade. Zug, gell. Hast du ein wenig Lärmschutz, gell. Da müssen sie mal, ich sag's auch mit einmal, da müssen sie mal messen da. Ja. Aber da, das ist nicht mehr. Mit den zweiten Leuten, da weiß ich das auch gleich. Früher hat man ja kaum gehört. Bei so einem Vieh hat man sie kaum gehört, die Ziege. Förderbrücken da. Ne? Das Einzige, sowas ist, das ist für uns. Aber gut, mit dem man gewöhnt es, gell? Mensch gewinnt viel. Wie sich die Gossensasser Brücke über ihren Hof erhebt, haben die Eltern Salchners nur noch kurz erlebt. Erst wenige Monate vor seinem Tod schloss Salchner Senior die Verhandlungen zur Entschädigung ab. Geschaut, um sie billig durchzukommen, sowieso nicht. Aber das ist der Rest da oben, haben halt mehr gekriegt und die anderen. Aber das ist schon mal so. Ja, leider. Wir sind halt gewesen, wir haben geschwind ja gesagt und das ist halt auch nicht gut. Gell. Wir haben nicht dann geschwind ja gesagt. Gell. Aber halt, das geht schon. War ja nicht zu denken, nicht? Jetzt, wenn ich jetzt nicht war, wie es früher ist gewesen. Ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen. Ja, wie es früher ist gewesen. Gell? Früher ist es so fein gewesen. Früher ist es ruhig gewesen. Richtig ruhig.
Bereits mehr als 100 Jahre zuvor veränderte der Bau der Brenner Eisenbahn das Leben entlang des gesamten Eisacktales. Etwa hier in Mauls bei Freienfeld. Mauls war an der alten Brennerstraße. Und das ganze Dorf hat von dem Durchzugsverkehr profitiert. Die gesamte Wirtschaft hat sich an der alten Brennerstraße abgespielt. Da sind 4 Gasthöfe entstanden, 3 Schmieden für die Huf und Nagel, die Pferde gebraucht haben, und ein Wagnerbetrieb. Mit dem Bau der Eisenbahn im Jahr 1867 hat Mauls plötzlich ein Problem gekriegt. Die Eisenbahntrasse war nämlich auf der anderen Seite des Eisacks angelegt. Jetzt sind plötzlich viel mehr Reisende ins Land gekommen. Plötzlich haben sich mehr Leute das Reisen leisten gekannt. Aber die Pferdekutschen, die sind alleweil mehr ausgeblieben. Jetzt haben die Betriebe da drüben in Mauls ein wirtschaftliches Problem gehabt. Die Gäste kommen auf der anderen Seite um und da bleiben sie aus. Damals waren die Leute noch recht kreativ und haben nicht nur von der Allgemeinheit verlangt, das wäre gar nicht möglich gewesen. Das Gasthaus zum Blauen Hecht, das sehen wir da drum, war das erste. Das hat die erste Hängebrücke in Südtirol errichtet. Diese private Hängebrücke erhielt sogar Konkurrenz, sodass damals in Mauls eine Zeit lang 2 Fußgängerhängebrücken über den Eisack führten. Heute ist selbst die viel jüngere Holzbrücke gesperrt. Doch die Maulser Fußgänger brauchen eine Verbindung zum Zug. Kulturreferentin Nössing verfolgt dem Gemeinderat Freienfeld das Ziel, eine neue Brücke anstelle der Brückenruine erbauen zu lassen. Also es wird sicher nicht eine Hängebrücke, die live für einzelne Leute begehbar wird, sondern es wird eine Hängebrücke, die jeder nutzen kann, so wie es in der Vergangenheit von allen Maulser die beiden Hängebrücken, damals waren es ja nur 2, benutzt worden sein. Hängebrücken klingen nach alter, man würde meinen nach überholter Brückenbautechnik. Falsch. Statisch geht es schlicht gesagt um eine Aufhängung anstatt um eine Auflagerung der tragenden Elemente. Auf Rad- und Fußgängerwegen fährt man immer wieder über Hängebrücken. Und nach Albains führt eine Hängebrücke sogar für den Autoverkehr. Sie zählt zu den modernsten Brückenbauten in Südtirol. Hier war eine Hängebrücke deswegen notwendig, weil man in den Eisack an dieser Stelle keinen Brückenpfeiler hineinstellen wollte und auch nicht sollte, weil der Eisack hier eine Kurve macht und die Strömung so kompliziert ist, dass das eine vom Wasserbautechnischen nicht akzeptable Lösung gewesen wäre. Und daraus ist diese Hängebrücke entstanden mit dem hohen Pfeiler und den Tragseilen. Es gibt stets neuen Bedarf, Hindernisse zu überwinden oder ein Gelände anzubinden. Daher werden Brücken immer wieder gebaut. In Bozen hat im Herbst 2014 ein Privater einen Brückenbau begonnen. Die Podini Holding will für ihre Kunden auch zu Fuß erreichbar sein und errichtet dafür eine Fußgängerbrücke über den Eisack. Auch die Brenner Autobahn baut ständig neue Brücken. Die Autobahnüberführung in Pfatten war, wie viele andere Autobahnüberführungen, vom statischen her nicht mehr auf dem letzten Stand. Sie wurde ja vor 40 Jahren gebaut, vor noch längerer Zeit natürlich projektiert und sie konnte den jetzt heute aktuellen Ansprüchen nicht mehr gerecht werden und eine Sanierung wäre zu teuer gewesen und hätte kein gutes Ergebnis garantiert. Deshalb also eine neue Brücke mit dem Versuch, auch diese Brücke oder diese Überführung etwas anspruchsvoller zu gestalten. Und deshalb wurde sie als Bogenbrücke ausgeführt und nicht mehr als ganz normale Balkenbrücke wie vor 45 Jahren.
Brücken neu zu bauen, anstatt sie zu sanieren, bietet so manchen Vorteil. Moderne Technik garantiert eine längere Haltbarkeit der Struktur. Architektonische Details prägen sich den Autofahrern, die auf der A22 fahren, als Landmark ein. Wir sind der Meinung, dass man etwas Geld auch in die Hand nehmen sollte, um zumindest einige dieser Überführungen etwas besonders zu gestalten. Und das werden wir dann auch tun und das haben wir auch in der Vergangenheit getan. Es gibt bereits einige Beispiele entlang der Brenner Autobahn. An manchen Stellen findet man bereits besondere Elemente von modernem Brückenbau. Die erste neue Überführung der A22 war übrigens der Zubringer zur Einfahrt Bozen Süd, als 1999 die MEBO eröffnet wurde. So schön aber manche Brücken auch sind, Brücken machen ihren Betreibern vor allem auch eines: Arbeit. Als Straßendienst führen wir die Wartung und die Kontrolle der Brücken aus. Mit der Wartung kann man mit relativ geringen Mitteln die Lebensdauer einer Brücke um vieles verlängern. Solange das Wasser gut abrinnen kann, kann es die Balken nicht zerstören. Eine Aufhebung der Brücken schützt die Balken. Die Bewegungsfuge garantiert die Wasserundurchlässigkeit. Auch kleine Wartungsarbeiten sind wichtig. Wasser, Sand, Blätter, auch das Streusalz im Winter setzen den einzelnen Bestandteilen zu. Es sind zumeist Umwelteinflüsse, vor denen eine Brücke geschützt werden muss. Wir führen bei rund 35 Brücken im Jahr kleinere Wartungsarbeiten durch. Das ermöglicht uns, in 10 Jahren 350 Brücken instand zu halten. Diese kleinen Wartungsarbeiten sind unerlässlich. In Südtirol ist noch keine Brücke eingebrochen. Auch deshalb nicht, weil sie der Straßendienst ständig unter Kontrolle hält. Wir sind allerdings einige Male eingeschritten, als eine Brücke wirklich am Ende ihrer Haltbarkeit war. Im Durchschnitt sind Südtirols Brücken alt. Jahrzehnte nach ihrem Bau gibt es aber keine Garantien der Bauherren mehr. Das Land Südtirol hat 2015 einen neuen Weg eingeschlagen, um Südtirols Brückenbestand auch weiterhin unter Kontrolle zu halten. Mit Brückentests am lebenden Patienten. Ein solcher Test erfolgt unter digitaler Beobachtung und ist entsprechend genau. Auf die Brücke, die zu kontrollieren ist, wird im Testverfahren maximales Gewicht geladen. Aufgrund dieser enormen Lasten deformiert sich die Tragfläche planmäßig. Nach einer jeweils festgelegten Belastungsdauer wird die Brücke wieder entladen. Für die Ingenieure des Tests zeigt sich jetzt das Resultat. Biegen sich die Tragflächen wieder in ihre ursprüngliche Form zurück, hat man den Beleg dafür, dass sowohl die Konstruktion als auch das Material noch elastisch und damit stabil sind. Die Brücken halten dann selbst den Vibrationen als auch einer einseitigen Belastung stand. Dieser Test, der einzigartig in Italien ist, versichert den zuständigen Behörden unmittelbar den Zustand einer Brücke, ohne dass man sich auf eine theoretische Berechnung von Ingenieuren verlassen muss. Ist die Sicherheit garantiert, stellt sich auch die Frage nach dem historischen Wert eines Bauwerks. Die vielen kleinen MEBO-Überführungen, die technisch weniger interessant sind, sicher weniger Chance, in Zukunft einmal unter Schutz gestellt zu werden, als zum Beispiel die beiden Museumsbrücken hinter mir, die aufgrund ihrer Gestaltung, ihrer Bogenform und ihrer Verwindung, aber auch ihrer technischen Konstruktion und formalen Architekturbeschaffenheit eine größere Chance haben. Wenn ich denke an die Museumsbrücken in Bozen, dann haben die einen ganz bestimmten Zweck. Sie sind die Ergänzung zum Museum. Und zu dem kubischen Gebäude des Museums wollten die Architekten diese geschwungenen Fußgängerbrücken dazu bauen, einfach um eine Ergänzung dieses Ensembles zu erzielen.
Wertvolle Brücken können unter Denkmalschutz gestellt werden. Der Denkmalschutz prämiert bei den Brückenbaudetails seine Einzigartigkeit und seinen architektonischen Ausdruck. Vieles davon fällt erst auf, wenn man einen genauen Blick darauf wirft. Besonders signifikante Beispiele für die Brückenbaugeschichte in Südtirol sind aus diesem Grund unter Schutz gestellt worden. Und die reichen von den überdachten Holzbrücken über die gemauerten Steinbogenbrücken bis hin zu den Eisenbrücken und zum Schluss dann auch die Betonbrücken. Was aber signifikant, was schützenswert ist, das findet zwischen den Generationen und manchmal auch zwischen den Geschmäckern einen großen Ermessensspielraum. Also es wird eine interessante Herausforderung in Zukunft sein auch und in Zukunft immer mehr, nämlich diese alten denkmalgeschützten Brücken zu erhalten und auch für neue Ansprüche tauglich zu machen. Denkmalschutz von Brücken ist teuer. Er lohnt sich aber, wenn es darum geht, eine goldene Brücke in die nächste Generation zu schlagen. Von der Gegenwart in die Zukunft.